Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play, der das Kreuz hier auf Ivium. Wie man sieht, Level Up, das war eigentlich unabsichtigt. Ich habe sozusagen vergessen zu speichern, nachdem ich den Part beendet hatte, dann habe ich einmal kurz beschworen und dann war ein Level Up. Und da ich jetzt einfach zu faul gewesen bin, um nochmal hierher schnell zu reisen, und mir dachte, es war sowieso nur eine Beschwörung, scheiß drauf. Hallo, Zauberer. Ich bin kein Zauberer, ich bin noch ein Lehrling. Eines Tages werde ich euch alle abmurksen, so. Okay, da müssen wir hin, um unseren Stab abzuholen. Glaub ich, schätze ich. Ach, ich weiß es nicht. Hier, ich möchte meinen Stab haben. Willkommen im Kirona. Okay, Zauberstab. Ja, er ist fertig. Er ist in diesem Schrank dort in der Ecke. Möge er euch gute Dienste leisten. Ach, unser Stab ist in der Ecke. Auf Wiedersehen. Schrank in der Ecke. Toll. Meint er den Schrank? Tatsächlich. Skelettbogenschütze. Ach, nehmen wir auch mal alles mit. Das ist keine Ecke. Das ist keine Ecke, Leute. Das ist einfach keine Ecke. Schwarze Künste. Oh, die Mysterien der Magie werden euch allmählich enthüllt. Ihr seid Gesell der Mystik und könnt Mystikzauber der Gesellenstufe wirken. Toll. I'm so proud of me. Für die Englisch minder bewertigten, das heißt, ich bin so stolz auf mich. So. Es gibt noch größere Seelensteine. Hallo. Boah, jetzt begrüß mich nicht so barsch. Zum nächsten Mal kriegst du einen mit der Klinge auf die Fresse. So, bam. So, bam. Und ich hab mir jetzt was überlegt. Ich hab mir jetzt mal was ganz Mieses überlegt. Wir probieren es einfach. Aber dafür darf ich das Immerschwert benutzen. Wie genau, schön hier. Euch zu sehen. Ich hab's mir einfach mal gedacht. Let's try. Gut. Ich bin so froh, euch zu sehen. Ich könnte vor Glück platzen. Halt's Maul. Stirb einfach. Mein Magierstopp ist fertig. Gut. Ich würde gerne eine Mission haben. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier rauf. Vielleicht ist hier irgendwo dieser... Ach, keine Ahnung. Wo ist denn der Kerl jetzt hin? Bist du das? Nein, du bist ein Magierlehrling. Und du? Eine Wache? Wir brauchen diesen Raminus wieder. Ich grüße euch. Ich mag dich nicht. So ein Fuck. Okay, es ist auch Abend. Ich könnte mir vorstellen, dass der nicht in die mystischen Archive... Archive? Boah, Archiven? Magiergemächer. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich da pennen gelegt hat. Und ja, wir werden kurz jemanden aussaugen. Einnehmen. Ist doch keiner hier. Wieso leuchten die so bläulich? Die leuchten doch bläulich. Wieso leuchten die blau? Mit einem leichten blauen Schimmer. Okay, jetzt mal so. Ich wollte die Schwierigkeit sowieso vor längerer Zeit erhöhen. Wenn das mit 100 jetzt nicht geht, was ich jetzt sehr stark vermuten werde, werde ich die Schwierigkeit auf 70 stellen. Einfach mal so just for fun. So. Jetzt ob er hier oben, ob er sich hier oben pennen gelegt hat. Lehrling, Lehrling, Julien. Boah, ihr seid alle echt solche Penner, ihr habt nichts drauf. Jetzt hab ich mir gedacht, machen wir mal ein wenig Magiergilde und dann so ein Fuck. Wenn wir auch sonst wohin stecken können. Es ist mir wirklich eine Ehre. Was habt ihr für Neuigkeiten? Hallo. Ich bin vor kurzem ein paar Schlammkrabben begegnet. Ich mag das nicht. Ich hätte jetzt eigentlich auch unser Level abvollziehen können. Hätte, können, tun, machen. Ach ja. Was ist denn das da hinten? Lustatorium. Tut euch keinen Zwang an. Okay, ich nehme alles mit. Was brauche ich denn? Da, Tollkirsche. Ja, wenn er es schon mal anbietet, schauen wir uns mal so alle so rum.
Was ist hier drinne? 2 Gold, nehme ich mit. Hier, Rätsel. Ach, keine Ahnung. Ach, hier ist nichts Interessantes. Wir verpissen uns hier wieder. Gut, wenn der Kerl nicht mit uns reden will, weil wir ihn nicht finden, dann würde ich auch sagen, dann können wir uns auch mal kreuzweise, da machen wir halt erstmal die Mittermeier-Gilde weiter, auch wenn ich's vorhatte. Oder gibt's uns was? Immer noch kein Glück. Lebt wohl. Leck mich. Da! Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Boah, versteck dich nicht. Fortschritt? Gemäß den Regeln der Gilde qualifiziert ihr euch jetzt für den Rang eines Gesellen. Möget ihr euren Rang mit Würde tragen. Ja, immer doch. Aufgaben. Der Rat untersucht gerade, was bei der Quellhöhle geschehen ist. Ein Großteil unserer Kräfte ist dieser Aufgabe gewidmet, weswegen wir fast niemand entbehren können. Aber immer ich, ne? Es gibt ein Buch, das damit in Zusammenhang steht und zurückgeholt werden muss. Es wurde vor kurzem an Janus Hasildor, den Grafen von Skingrad, ausgeliehen. Ich möchte, dass ihr es zurückholt. Ich weiß, dass dies keine sehr wichtige Aufgabe zu sein scheint, aber dennoch muss sie erledigt werden und ihr seid einer der wenigen, die dafür verfügbar sind. Lasst Vorsicht walten. Skingrad ist ein ungewöhnlicher Ort. Seid auf unerwartete Dinge gefasst. Ja, ja, halt's Maul. Was ist für Zauber? Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Die haben alle keine richtig schönen Zauber. Das geht mir jetzt total auf den Sack. Lebt wohl. Ja, toll, unsere Athletik hat sich erhöht. Was kriegen wir jetzt dafür? Gut, was haben wir dann sonst für Missionen? Gut, wir machen jetzt einfach das hier für die Liebesgilde. Wir werden zu Fuß laufen. Wir nehmen nicht den Drachen. Ganz spontaner Entschluss. Könnten wir auch da vielleicht unser Level abvollziehen? Wenn ja, es wäre praktisch. Vielleicht können wir da in ein Bett gehen, weil der hat doch irgendwie gesagt, dass wir immer bei ihm willkommen sind. Okay, jetzt muss ich erstmal wissen, was ist das hier für ein Haus? Bedienstetenquartiere, okay, das wäre ein Einbruch. Ja klar, überall ein Einbruch. Ach, leck mich. Können wir unser Level halt nicht vollziehen. Beschwören wir in der Zwischenzeit. Wir gehen diesen wundervollen Weg hier entlang. Der keine Gefahren birgt. Und ich meine, dass die Schadensverteilung hier jetzt auf Schwierigkeitsstufe 100 50 zu 150% ist. Das heißt, wir machen eigentlich nur 50% unseres Schadens, den wir normalerweise verteilen. Und die machen halt 150% des Schadens, den sie eigentlich verteilen. Das heißt auf Deutsch, wenn sie 100 Schaden machen, normalerweise, dann machen sie auf einmal 150 Schaden. Wenn wir 100 Schaden machen, machen wir auf einmal 50 Schaden. Für die anderen minderwertigen, keine Ahnung, die es nicht verstehen. So, hier sind wir. Mönchsquartiere. Knacken wir einfach. Ist sogar legal, das Knacken da. Ich wollte gerade schon fast sagen, Kacken. Das Reinkacken da, das Kacken tun wir ja auch andauern. Gut. Fuck. Ich weck dich. Kann ich in den Bett pennen gehen, oder? Ha, geil. Kann ich sogar. Gut, was machen wir? Charisma. Intelligenz und Geschicklichkeit oder Konstitution. Machen wir Geschick. Stufe 26. Nicht schlecht, Herr Specht. Skill. Was gut. Kann ein friedfertiger Mönch wie ich für euch tun, Fremder? Fick dich, Savilider Stein. Eigentlich sollte ich euch das nicht verraten, aber ich weiß, dass ihr vertrauenswürdig seid. Woher denn? Die blinden Mönche in den Katakomben bewachen den Stein. Angeblich beherbergt er mystische Macht. Herr damit. Erzählt Ridi nicht, dass ich etwas darüber gesagt habe. Ich könnte dafür verbannt werden, dass ich es euch erzählt habe. Okay, wo sind die Katakomben? Das kann ich euch nicht enthüllen. Es wäre viel zu gefährlich. Boah.
Zählt weiter. Und es sie sympathisch finden und dann so einen Fuck machen, ne? Ja, da auf, okay, magnetigen und witzeln. Was für ein Unsinn. Erzählt nicht solchen Müll. Ich erzähl keinen Müll. Was ist immer die Wahrheit. Ihr erzählt nicht, ihr seid gut. Katakomben. Also gut, ich geleite euch. Aber nur, weil ihr ein lieber Freund seid. Folgt mir. Seid bitte diskret und stört die anderen Mönche nicht. Ich kenne dich erst seit etwa einer Minute. Mögt ihr stets weichste Seide tragen. Und er nennt mich schon einen treuen Freund. Trotzdem werden wir ihn kurz aussaugen. Dann haben wir wieder unseren Vampirismus. Nee. Ich glaube, hier müssen wir jetzt etwas mehr mit Inflation arbeiten. Ich mag den Schmetterling. Ahnemottengruft. Vielleicht finde ich den Weg selber. Lass mich durch, lass mich durch. Ja. Hier wolltest du wahrscheinlich hin, ne? Na komm, mach die Tür auf. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen... Also, ich habe die Katakomben der blinden Mönche betreten. Der Graufuchs betonte, dass dort drinnen die echten Wächter... wenn ich die Wächter von Xavier Stein töte, würde es nicht als Blutpreis gelten. Was? Ich schätze, dass sie nicht so erfreut sein werden, mich zu sehen. Ich werde besser vorsichtig vorangehen. So. Sorry, aber ich hatte gerade eine kleine Englischblockade. So. Da sie blind sind, können sie uns nicht sehen. So, deshalb schätze ich jetzt einfach mal, wir können uns ja einfach so vorbeischleichen. Wir dürfen nur nicht zu laut sein. 48 Gold. Schwächegift. Da. Großer Seelenstein, sehr groß. Das knacken wir ja schnell. Boah, ich hab gesagt schnell. Die haben Schwerter. So. Eine Ratte. Wir müssen aufpassen. Die stalkt uns. Was ist denn das hier? Da ist eine Truhe drin. Ah, cool. Boah, noch mehr knacken. Ja, ja. Das ist eine Diebeskill, immer so. Viel knacken, nichts dahinter. Außer ein paar Feinde, die, wenn die sehen, sofort killen oder so. Meine Fresse, wie viel sind hier noch zum Knacken? Wir haben 102 Dietriche. Sollten wir mal so langsam mal wieder ein paar verkaufen. Gut, vielleicht ist hier was drin in der Fackel. Wir könnten uns auch einfach bändigen. Feinde? Gelten als Feinde. Scheiße. Blinde Feinde. Wir kämpfen gegen Blinde dann. So. Höhlen der Motte. Bis jetzt war es sehr einfach, muss ich sagen. Und ich wette, es wird jetzt noch krass. Dann. Da. Ich hab's gesehen. Und da ist nochmal so ein Teil. Zweimal falle ich nicht auf den Trick rein.
Gehen wir mal hier lang. Da ist eine Gaskammer. Nicht falsch denken, Leute. Wieso dachte ich mir das? Was war das Teil? Ach so, das ist ja... Oh, wir verlieren langsam Gesundheit. Das ist ja mies. Also zwei Seile waren sozusagen ein Fail. Die haben die Gaszufuhr verstärkt und das andere Seil hat aufgemacht. Nein, nein. Hey, cool. 67 Gold. Muss immer der Weg hin. Ich habe das Gefühl, dass gleich irgendwas passiert. Ein Lich. Da können wir mal gleich mal schauen, wie es ist, da hier auf Stufe 100 gegen die Viecher zu kämpfen. Das war ein Schleichangriff mit dem Umbarschwert. What the fuck, wie viel Leben waren das? Ah! Ah! Leck mich. Nee. 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 70. Alter, das war krank. Gott sei Dank, wie viel eine Chance haben. Nein, Leute, schaut da nicht hin. Der hat tatsächlich eine Windel an. Was war das für ein Scheiß, Leute? Was war das jetzt gerade für ein Scheißdreck? Habt ihr es gesehen? Das waren zwei Schläge und wir waren tot. Mit dem Immerschwert machen wir sowieso viel Schaden. Mies. Wie sollen wir da jetzt durchkommen? Jumpen. Frostatronachen beschwören. Wetter mit kriegen wir die Fähigkeit, Frostatronachen zu beschwören. Ja, dachte ich mir doch. Oh. Das ist ja richtig viel Damage gemacht gerade eben. Ich sehe da vorne einen Geist. Nämlich ist es jetzt etwas fairer mit der Schadenverteilung hier. So. Geknackt, weiter geht's. Wir sind gleich da. Ein großer Raum. Ah nein, das ist einer der miesen... Da steht einer. Das ist der Stein. Also Leute, ihr seht vielleicht jetzt dieses schwarze Teil, was jetzt bei mir im Auge ist. Dieses Teil lädt sich auf und schießt uns ab und es ist sehr mies. Ich demonstriere es euch mal kurz. Wenn es zu nahe kommt, lädt es sich auf und schießt dann auf uns. Genau so. Jetzt wartet mal auf unser Leben. Das meine ich. Und das macht das Ding die ganze Zeit. So, ich habe den Stein geborgen, ohne dass dieses dumme Viech es bemerkt hat. Aber wir dürfen es, glaube ich, nicht töten. Gut, was sagt die Karte? Durch den Weg zurückgehen? Bin ich verrückt? Ich schaue mich erst noch ein wenig um. Ich weiß, dass es einen kürzeren Weg hier rausgegeben hat. Nun ja, Leute, wie dem auch sei, wir werden jetzt auch an dieser Stelle den Part beenden, werden jetzt das nächste Mal hier rausgehen. Huhu. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, das war mal wieder Let's Play, der Elder Scrolls 4 Oblivion. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschaußen.